Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge hier im Train Simulator. Wir befinden uns gerade in St. Rudolf und haben heute die Ehre, ein bisschen Rangierspaß zu haben. Dazu haben wir uns heute die Foslo G6 geschnappt, unser wunderschönes kleines Dieselmonster, drei Achsen und ein knallgrüner Farbton. Wir spielen das Szenario auf dem Holzweg von DW Agency. An einem nebligen Herbstmorgen müssen einige leere Güterwagen vom Holzwerk in St. Rudolf zur Holzbeladung nach Marienbaum gebracht werden. Zum Einsatz kommt die fabrikneue Foslo G6, welche vor einigen Tagen nach Wildau ausgeliefert wurde und nun vorerst hier auf der Nebenbahn zum Einsatz kommt. In der Einweisung F1 erhalten Sie weitere Details um die entsprechenden Tastenkürzel zum Aufrüsten der Lokomotive. So wie Sie bereit sind, rangieren Sie vor zum Bahnhof, bevor es hoch zum Holzwerk geht. Von dort erst noch ein Rangierzug raus. Zulässige Höchstgeschwindigkeit der Foslo G6 im Streckengang ist 80 km pro Stunde. Vorerst bleiben Sie aber im Rangiergang. Gute Fahrt und viel Spaß. Ja, die Mittelpassage habe ich weggelassen, weil die beschreibt nur den Aufrüstvorgang, den ich sowieso gleich nochmal erkläre. Ja, wir beginnen damit am Außengestell oder beziehungsweise an der Außenhaut der Lokomotive die Türen zu öffnen. Mit der Tastenkombination STRG 6. Mit SHIFT 6 betätigen wir den Luftabsperrhahn und mit STRG 6 können wir dieselbe Klappe wieder zumachen. So, dann heißt es für uns, einmal schnell in die Lokomotive reinstapfen, zur Tür hinein und dann gehen wir hier unten hin zum MTD, zum maschinentechnischen Display. Dort schnappen wir uns den Schlüssel, stecken den hier oben rein, so. Dann fährt sich hier das Display hoch und wenn sich hier die Anzeigen nicht mehr verändern und wir das Display hier sehen, dann können wir weitermachen. Wir können die Lokomotive starten. Man hört es im Hintergrund. So, PZB-Hauptschalter einschalten, PZB-Störschalter, den braucht man nicht. Die PZB macht zweimal Hub-Hub und die Zugart O ist aktiv. Die SIFA sollten wir normalerweise eigentlich auch einschalten, machen wir aber heute nicht. Stufenbeleuchtung schalten wir uns mal noch ein, dann haben wir hier draußen diese wunderschöne Beleuchtung an den Stufen, wie es der Name schon sagt. Rechts und links, auf beiden Seiten, vorne und hinten. So, SIFA müssten wir dann mit, ich glaube, Shift 7 theoretisch einschalten, genau. Oder halt mit Shift 7 wieder aus. Wir sollen in den Rangiergang gehen, das heißt für uns das Schildkrötensymbol. Einmal Schalterchen nach unten und natürlich noch ganz wichtig für uns, Federspeicherbremse lösen, sonst können wir nämlich nicht losfahren. So, Spitzenlicht schalten wir uns auch noch ein, vorne drei weiße Lämpchen, hinten zweimal rot. Das wünsche ich mir so, wunderbar. Und dann sind wir eigentlich auch schon bereit zur Abfahrt. So, wir sollen noch einen Leuchtmeldertest machen, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ging das bei der Foslo G6? Fernlicht brauchen wir noch nicht. Vorwärts wollen wir fahren. Das wäre wahrscheinlich dann der Tempomat. PZB. Instrumentenbeleuchtung können wir noch einschalten. Und Führerstandsbeleuchtung. Ja, wo war jetzt die Leuchtmeldeprüftaste? Ist doch meistens irgendwo hier. SIFA, nee, VBC. Das ist PZB, Reset auch nicht. War die hier unten? Ja! Leuchtmeldetest ist hier unten. Alles klar, leuchtet alles, wunderbar. So, dann können wir gleich losfahren. Bremsen kann man lösen. Wir geben ausnahmsweise mal Füllstoß. So, damit auch jeder weiß, dass wir los wollen. Nochmal schnell das Horn betätigt. Wir lassen die obere Zugatmung noch eingestellt. Solange wie wir keine Güterwagen dran haben oder irgendwas, sollte das klar gehen. Dann würde ich mal sagen, ab die Post und Leistung aufschalten.
So. Wir sind jetzt sicherlich noch unterwegs als Rangierfahrt, von daher machen wir ein bisschen langsamer. Das wurde jetzt, glaube ich, nicht gesagt, wie wir fahren sollen. Auch schön, da hinten 140er. Oh, mit Erzwagen hinten dran. Da müssen wir uns gleich mal noch anschauen, ob die beladen sind. Hier vorne heißt es erstmal halt für Zugfahrten und dann einmal pfeifen. So, die Lok hält an. Aber ich möchte mir nochmal ganz kurz die E oder die 140 hier anschauen. Das ist ein zu schönes Bild, als dass wir einfach weiterfahren könnten. Ach, das sind gar keine Erzwagen. Das sind Wagen vom Typ TALS. Das müssten dann Tonerdewagen sein. Kommt das hin? Jetzt haben wir es nicht nur für Tonerde. Die werden für alles verwendet, was halt vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden soll. Deswegen haben die oben drauf nochmal so ein Klappdach. Das ist auch cool. Also das kann dann quasi so nach rechts oder links gekippt werden. Bei einigen Wagen auch in beide Richtungen. So, die Diesellok steht, wie es das Schild wünscht. Das bezieht sich in dem Fall auf Zugfahrten. Wie das jetzt im TS umgesetzt ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob das als Signal wirklich. Nee, sie sagen nur eine Signaltafel für. Oder eine Tafel, die aufgestellt wurde. Ich glaube, als Signaltafel selbst zählt das gar nicht. So, wir hupen einmal, um auf uns aufmerksam zu machen. Links ist frei. Rechts genauso. Nicht wundern, dieses Piepsen, das kommt hier irgendwo aus einem der Industriegelände. So, Deutsche Bahn Unfallgefahr, Betreten für Unbefugte verboten. Warnanlage. Beziehungsweise es kann auch das Schleifen des Radkranzes im Schieneninneren sein. So, hier alles richtig dicht zugewachsen auf der Schiene. Ein etwas älteres Gleis schon. Man sieht es ja auch an der Oberfläche der Schiene. Es ist alles mit Rost bedeckt. Hier ist lange kein Zug mehr gefahren. Theoretisch sollte jetzt nach erstmaligem Befahren auch hinter der Lokomotive auf dem Gleis so eine, naja, eine Spur zu sehen sein, wo eben die Lokomotive auf dem Schienenkopf lang gelaufen ist. Ich finde die Vossloh G6 richtig schön. So ein Mini-Dieselmonster. So, da kommen die Wagen in den Bahnhof reingerollt. 500 Hertz Gleismagnet ist auch aktiv. Lag hier überhaupt einer? Also offensichtlich muss hier schon einer gelegen haben, sonst wäre es nicht angegangen. Aber hier liegt doch gar keiner versteckt. Auch nicht im Dickicht. Ah, das ist wieder ein bisschen unrealistisch im Train Simulator. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass hier jemand einen Gleismagnet hätte in Realität hintun können. So, dann geht es nach St. Rudolf Holzwerk 4. Die Gleise oder die Wege dorthin sollten eigentlich auch schon gestellt sein. Beschleunigen ein bisschen. Und mit PZB-Befehl 40 geht's dann hier am Signal vorbei. Befehl 40 leuchtet. Oh, sieht das nicht schön aus? Yippie! Meine Lieblingssignaltafel. So, und da wir keine Elektrolokomotive sind, interessiert uns das EL-Signal hier unten auch nicht. Das würde uns nämlich die Weiterfahrt mit gehobenem Stromabnehmer verweigern. Weil hier natürlich die Oberleitung zu Ende ist. Die Oberleitung führt dann hier drüben auf die Hauptstrecke zurück. Aber keineswegs hier auf den Gleisanschluss. Ich drücke nochmal auf die Hupe, weil es so schön ist. Dafür bekommen wir jetzt zwar auf jeden Fall in der Auswertung am Ende Strafpunkte oder beziehungsweise eine
Ne? Eine Verstoßmeldung. Aber das interessiert mich an der Stelle überhaupt nicht. Wir wollen hier Spaß haben im Train Simulator. Und ja, auch in der Realität bist du besser dran, wenn du lieber zweimal aufs Horn drückst, als nur einmal. Jedenfalls an so einem, naja, Gefahrenpunkt. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt als den Gefahrenpunkt herausstellen würde. Da gibt es uneinsichtigere Stellen, wo man wirklich schlechter sehen kann, was vor einem kommt. Aber lieber zweimal als einmal zu wenig. So, ein bisschen Leistung wieder dazu. Fahrmax 25 ist ja hier angesagt. Es wäre jetzt noch schön gewesen, wenn es eine sogenannte Wüst gäbe, also eine sogenannte Wagenübergabestelle. Dafür steht nämlich die Abkürzung Wüst. Ich habe zuerst einmal gedacht, da hat jemand das E vergessen. Und das ist dann, ja, dass die Schienen enden und dass es dann in eine Wüste weitergeht. Aber da diese Tafeln ja in Deutschland aufgestellt waren und wir hier bekanntlicherweise keine Wüsten haben, wurde mir dann relativ schnell klar, dass das für was anderes stehen muss. So, und im Holzwerk auf Gleis 4 sollen irgendwo Wagen stehen. Noch sehe ich keine. Aber gleich haben wir sie vor uns. Drüben ein bisschen Mohn. Ein paar blaue Blümchen. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Legt euch nicht in ein Mohnfeld. Das kann dazu führen, dass ihr nie wieder aufwacht. Mal noch an der Stelle als Prävention. Sieht zwar schön aus, aber kann leider tödlich enden. So, dann wollen wir mal schauen, was die Motorbremse von der G6 drauf hat. Ein Bahnübergang, ungesichert. Schön langsam dranfahren. Und nach Sichtprüfung ist hier alles okay. Kein Fahrzeug, kein Mensch in der Nähe. Also mit 8 km/h drüber getuckelt. So, genau. Zack, und dann sind wir einmal am Wagen dran. Gut, das heißt dann für uns, erst einmal aussteigen. So, runtertappeln. Zack, letzten Trittstufe auch noch runter. Dann sind wir hier am Wagen. Und einmal bitte den Kupplungshaken einhängen. Zack, rein damit. Kuppeln Sie diese Waggons nun an die unbeladenen Güterwagen auf dem Abstellgleis 2 hier am Holzwerk. Die Weichen auf dem Gelände müssen unterwegs von Hand gestellt werden. Schließen Sie das Fenster, um fortzufahren. Alles klar. So, Cargowaggon. Und die da hinten dürften nicht dranhängen, genau, weil hier eben die Zugschlusstafeln eingehangen sind. Normalerweise sollten jetzt hier hinten auch noch Zugschlusstafeln dran. Naja. So, wir sind wo in die Lokomotive reingegangen? Hier drüben, ne? Sollen wir auch da wieder hochgehen. Zack, einmal rein und dann die Türe schließen. So, wieder umdrehen. An der Stelle müssen wir normalerweise eine Bremsprobe machen. Ersparen wir uns jetzt. Die Lokbremse ist gelöst. Zugbremse ebenfalls. Fahrtrichtungswender geht in Neutralstellung. Und dann switchen wir schnell rüber auf die andere Seite. Dort geht es dann los. Und dann müssen wir keinen überfahren. Einmal schnell aufs Horn gedrückt. Okay, die Vostok G6 möchte gerade nicht. Keine Ahnung wieso.
Zug nochmal schnell zum Stehen bringen. Ja, auch die Lokomotive hat manchmal so ihre Problemchen. Vorne weißes Licht bitte, genau. Und hinten kein rotes Licht jetzt in dem Fall. Okay, Leistung möchte sich nicht aufschalten lassen, dann haben wir ein Problemchen. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass irgendwelche Bedienelemente hier blockieren. Wir können auch noch in der oberen Zugart bleiben. Ja, wieso macht ihr das nicht? So, und baut sie Leistung auf, okay. Bringen wir sie mal zum Stehen. Zack. Knöpfchen runter. Jetzt geht's. Ja, ich weiß, bekanntlicherweise wird auch in der unteren Zugart rangiert. Aber das Ganze möchte ich mir jetzt hier mal wirklich ersparen. Das können wir dann machen, sobald wir wirklich die letzten Wagen auch noch dran haben. Dass wir dann meinetwegen in die untere Zugart gehen, um das Ganze eben an das Bremsverhalten, an die Bremshundertstel des Zuges anzupassen. Wobei ich auch der Meinung bin, Zugart M müsste hier vollkommen klar gehen, solange es nur die paar Wagen sind. Das können wir eigentlich auch machen. Wir können in Bremsart, ach mein Gott. Wieso komme ich denn auf Bremsart? Wir können in Zugart M weiterfahren dann. In Realität richtet sich das immer danach, welchen PZB-Modus man einstellt, wie viele Bremshundertstel der Zug hat. Wobei das am einfachsten zu fahrende der PZB-Modus O ist. Dann leuchtet die 85, wie das gerade bei uns der Fall ist. So die mittlere Schwierigkeit, sag ich mal. Oder Bremsfähigkeit ist im Modus M vorhanden, bei der 70. Und die schwierigste zu bedienende Art, PZB, im Modus U, dann leuchtet die 55. So. Lokbremse geht wieder aus. Wir steigen nochmal aus. Zack, zurück und dann hier wieder Stufen runter. Wir laufen und laufen und laufen. Und dann wollen wir auf Gleis Numero Duo. Genau. Auf Gleis Numero Duo, dann kann die Weiche so gestellt bleiben. So schön neben dem Gleis laufen. Dann das Gleis nochmal schnell per Sicht absichern, im 90 Grad Winkel über das Gleis drüber, die Weiche können wir umstellen, zack, das Wurfhebelgewicht umgeworfen, dann nochmal schauen, kommt auch wirklich nichts, wieder im 90 Grad Winkel über das Gleis drüber und dann schnell zur Lokomotive hinflitzen. So, Drittstufen wieder hoch, zack, ach nee, hier geht's nicht rein, gut, wieder runter. Auf der anderen Seite hinter Türe auf, zack, und hinter uns schließen, wunderbar, drehen wir uns wieder um, wechseln auf die andere Seite und drücken dann in den Anschluss rein. Fahrtrichtung vorwärts, Zugbremse lösen, Lokbremse ist gelöst und Abfahrt. So, in dem Fall geschobene Rangierfahrt. Die Zugspitze ist erkennbar, deshalb brauchen wir hier keinen Rangierbegleiter.
Und der Zug ist auch kurz genug. Einmal drüber über die Weiche Nummer 1, dann über die Weiche Nummer 2 und dann geht's rein wieder ins Sägewerk. Nee, ins Holzwerk, sorry. Ins Holzwerk. Hier werden nur die Bäume auf die Wagen verladen. Beziehungsweise ist es quasi das Zwischenlager für die gefällten Bäume. Und die werden dann zum Sägewerk transportiert, wo sie eben ja, zu Brettern verarbeitet werden, zurechtgeschnitten. Und wo dann auch aus den Abfällen, aus den Sägespänen zum Beispiel Spanplatten entstehen. Da werden dann in der Regel immer die Sägespäne mit Leim halt zusammengeklebt, um das mal vereinfacht zu sagen. Dann kommt oben und unten ein Furnier drauf. An den Kanten außen auch nochmal. Also Furnier ist dann quasi so eine Plastikschicht. Oder in den meisten Fällen ist es eine Plastikschicht. Es gibt auch Echtholzfurnier. Das ist dann quasi echtes Holz, was oben drauf geklebt wird auf diese zusammengeklebten Sägespäne. Und das hat dann einen relativ oder einen sehr holzähnlichen Effekt. Wirkt zumindest so fürs Auge. Und beim Kunstfurnier ist es halt der Fall, dass man da so eine Plastikschicht hat, die man oben drauf klebt. Zack, das sind hier die Wagen gewesen. Bremse ist auch angezogen. Und dann können wir uns wieder runter machen. Ja, also bei Furnier gibt es hunderte Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Es gibt viele Möbel, die halt relativ preisgünstig hergestellt werden. Das ist dann in der Regel auch nur, ja, Kunst. Sehr gut, Sie müssen jetzt ans andere Ende des Güterwagen umsetzen. Kuppeln Sie dazu Ihre G6 von den Waggons und rangieren dann über das Gleis neben Ihnen um diese herum. Schließen Sie das Fenster, um fortzusetzen. Okay. Ja, also es ist ein Kunstfurnier, wenn das aus Plastik ist. So übrigens auch bei meinem Schreibtisch hier, an dem ich mittlerweile jetzt die, naja, wie viele tausend Let's Plays schon aufgenommen habe. Das merkt man halt dahingehend, dass es dann relativ schnell kaputt geht. Und es sind dann halt auch wirklich günstige Tischplatten, die daraus zum Beispiel gefertigt werden oder ja, günstigere Schränke. Ja, Stellung 0 dann bitte. So. Wieder zur Tür raus. Zack, zack, zack. Oh! Wir haben hier die Kohlekupplung, die, na, wie heißt sie, die Rangierkupplung. Ich wusste gar nicht, dass wir die aktiviert haben. Na gut. Also ganz kurz zur Anmerkung. Eine Rangierkupplung ist in dem Fall hier dieses gelbe große Teil. Unten drunter hängt die normale Kupplung. Die Rangierkupplung kann verwendet werden, um ja, Wagen automatisch anzukuppeln. Ich glaube, hier im Simulator hat sie allerdings keine Funktion. Damit dürfen auch nur Wagen bis zu so einer bestimmten Last angekuppelt werden. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, die Grenzlast. Normalerweise müsste man die eigentlich aktivieren, bevor wir hier dann auf Zugfahrt gehen. So, wir machen es auch jetzt schon mal, dass wir die PZB umstellen. PZB Modus M. Und PZB Modi U. Oder wollen wir in M fahren? Wir fahren in M, komm. Wir betreiben es nicht heute. So, ein letztes Mal. Supi. Dann wieder auf die andere Seite rüber. Bremsen lösen, lösen, lösen. Nach vorne möchte ich fahren. Und los geht's. Oder auch nicht. Ja, das ist das Problem auf der Lokomotive.
Sonst bediene ich sie gleich nur noch von dem einen Fahrstand aus. Okay. Du willst es so, liebe G6? Dann soll es so sein. Jetzt geht er auch nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist die Lokomotive putt. Das kann doch nicht wahr sein. Muss doch funktionieren. Bremsen sind gelöst. Federspeicher ist gelöst. Der Kaffee zittert. Aber die Lokomotive schaltet keine Leistung auf. Wieso tut sie das nicht? Ich nicht verstehen. So, wir gehen nochmal auf 0. So, ich glaube, wenn man die Bremsen manchmal nochmal anfasst. Ich habe keine Ahnung, wieso die Lokomotive jetzt nicht fahren will. Können Sie auch gerne nochmal hier drüben auf dem Fahrstand probieren. Wieso, liebe G6? Wieso tust du mir das an? Jetzt geht's, okay. Dann war der Leistungsschalter wahrscheinlich nicht ganz auf 0. Kann das sein? Jetzt will sie auch wieder. Suppi. So. Modus M bei der PZB. Dann düsen wir einmal nach vorne. Jetzt wirklich auf die 25 beschleunigen. Über die Weichen drüber. Und dann geht es für uns jetzt im Bild über das rechte Gleis, wieder dann zurück hinter den Zug. Wir machen einmal Kopf und kuppeln dann die Wagen wieder an. So, jetzt können wir schon die Lokbremse anziehen. Ja, dieses Quietschen kommt doch tatsächlich von den Kurven. So. Dann hätten wir das auch schon wieder gelöst. Ich hoffe jetzt, dass der Fahrschalter wirklich auf 0 ist. Ja, ist auf 0. Wir gehen einmal nach drüben. Fahrtrichtungswende nach vorne. Die Lokbremse bleibt noch angezogen und dann steigen wir nochmal aus der Lokomotive. Wurfhebelgewicht umwerfen. Die Weiche schaltet. Darauf vertrauen wir. Zack, rein. Ui, und jetzt fängt es noch an mit Regnen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber klar, an einem nebligen Herbsttag, da ist das doch wohl zu erwarten. Das Licht wird auch noch umgestellt. Zack. Und volle Kanne. Schalten wir schon wieder aus. Es sind nur ein paar Tröpfchen bisher. Das geht noch. Aber ja, es wird neblig. Es wird neblig.
Ich mag die G6 sowas von. Ich glaube, die wird auch mittlerweile leider gar nicht mehr angeboten. Hier kommt ein Bahnübergang. Aber wenn da gar kein Auto drüber fahren kann, wir hupen noch einmal. So, die Weiche hier ist richtig geschalten. Dann halten wir hinten wieder die Weiche einmal an. So, da hinten wäre dann übrigens auch der Prellbock, ne? Für diejenigen, die gedacht hätten, wir könnten hier weiterfahren, ist nicht der Fall. Wir werfen wieder das Wurfhebelgewicht um, koppeln hinten hier an den Zug dran, aber ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, das könnte eine ganz große Falle werden. Hier vorne muss nämlich noch die Weiche umgestellt werden. So, jetzt bekommen wir dann ein Problem beim Rausfahren. Die Weiche steht richtig, die hier auch. Und dann schnappen wir uns wieder die Lokomotive. Wir fliegen jetzt hier ganz schnell rein in die Lok, so zum Fenster rein und fertig. Dann gehen wir wieder drüben auf die andere Seite. Gucken ganz kurz nach, ist auch wirklich der Steller hier auf aus. Gut, er ist auf aus, die Bremse auf neutral. Nur die Lokbremse, die ist angezogen. Und dann ist Abfahrt für uns. Scheibenwischer wieder kurz an. Beschleunigen so auf roundabout 8 km pro Stunde. Aber wobei, wir können ein bisschen mehr geben. Das sollte jetzt mal ein bisschen schneller gehen hier. Weil wir schließlich ein bisschen Zeit gut zu machen haben. Auch nicht so viel Geschwindigkeit gewesen für den Wagen. Das waren so 2-3 km/h, mit denen wir, glaube ich, dran sind. Ach man, hier lässt sich die Kupplung wieder nicht einhängen. So, jetzt klappt das gleich komischerweise wieder runter. Weiter geht es. Stellen Sie zuerst die zweite Weiche vor Ihrem Zug. Rangieren Sie danach als geschobene Zug vorsichtig mit maximal 20 km zurück zum Gleis 1 in St. Rudolf. Achten Sie unterwegs auf das Gefälle und den Bahnübergang. Jo, die Weiche habe ich schon gestellt. Habe ich vorhin schon dran gedacht. Supidubi. Bremse komplett lösen. Lokbremse lösen. Und ab die Post. Mittlere Zugart geht auch klar. 1,2 km nach St. Rudolf. So, 20, das reicht auf jeden Fall. Ich bin sogar auf die andere Führerscheinseite ganz kurz wechseln wollen. So, ciao, Kollege. Wir sehen uns später. Und dann geht's hier das Gefälle runter. Dort unten erwartet uns wahrscheinlich gleich das HP0. Wobei, nee, das war doch für das Gleis, was hier unten in den Tunnel geht. Beziehungsweise für die Hauptbahn. Das geht nicht uns. Ich glaube nur vor der Einfädelung. Da muss es auf jeden Fall nochmal ein Signal geben. In die Hauptstrecke. Aber wir bleiben ja auch nicht ewig hier auf der Nebenbahn. Wir kommen hier wieder zurück. Wir sind schon so lange nicht mehr rangieren gewesen hier im Train Simulator. Dann müssen wir das heute mal machen, ne? Ach, da kreischt sie wieder schön.
Motorbremskraft können wir das Ganze hier schön ausgleichen gleich. Es ist schön steil. Da unten dann einmal pfeifen und das Gleissperrsignal ist auch schon auf Weiterfahrt genehmigt. Genau. Und das könnten wir auch theoretisch hier unten einfach mit dem kleinen Knöpfchen machen. Supiduppi. Dann wechseln wir wieder auf die andere Seite des Führerstands. Damit wir jetzt die Signale wieder im Blick haben. Das Gleissperrsignal ist sogar nochmal abgesichert mit einem Gleismagneten. Das ist jetzt hier in dem Fall schon in Fahrtstellung oder in Haltstellung gegangen. Deswegen drücke ich jetzt hier mal noch PZB-Befehl 40. Und dort vorne kommt eine 20er-Ankündigung als LF6. Das wurde dann auch gleich bestätigt. So, PZB wachsam. Und dann halten wir am Bahnsteig. Ja, St. Rudolf Gleis 1. Alles klar. So. Wir stehen hier. Einsteigen kann heute keiner. Aber die Richtung, die können wir hier in St. Rudolf auf jeden Fall verändern. Am Gleis 1, genau. Tickt die Uhr eigentlich? Nee, scheinbar nicht. Bevor Sie zum Holzwerk nach Marienbaum fahren können, erhält noch die Regionalbahn aus Wildau Einfahrt. Diese sollte planmäßig um 9 Uhr hier eintreffen. Schalten Sie jetzt vom Rangiergang in den Streckengang das Hasensymbol. Mit Hilfe des Kippschalters links neben dem maschinentechnischen Display. Shift E. Wechseln Sie zudem einmal kurz in die Außenansicht. Alles klar. Sind wir schon. So, Häschen. Das ist hier gleich auch noch ein bisschen Biologie mit nebenbei. Also, ne, wer früher gedacht hätte, als Lokführer bräuchte man keine Biologie, der hat sich geirrt. Ja, 9 Uhr soll die Regionalbahn kommen. Die ist seit 8 Minuten durch. Wir können die Bremse lösen und sollten uns endlich mal sputen. Nach vorne soll es gehen für uns. Fahrt theoretisch mit 40 freigegeben. Leistung aufbauen. Noch ein bisschen mehr. Noch mehr. Und noch mehr. Oh, ist der Sound nicht schön? Sind auch komplett frei. Ich weiß aber nie im Train-Simulator, ob man vor der P-Tafel pfeifen soll oder hinter der Pfeiftafel. Oder ob es in unmittelbarer Nähe der Pfeiftafel reicht. Also sprich, ob der Simulator erkennt, dass wir davor gepfiffen haben oder eben ja, danach. B.
bis Marienbaum zum Holzwerk sind 6 Kilometer. Genau, dort kuppeln wir dann sicherlich die Wagen wieder ab. Dann geht's ins Kopfgleis. Und so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Fahrtfreigabe mit 60. Halt für Rangierfahrten. Wir sind keine Rangierfahrt mehr. Und die 8 befähigt uns dann sogar zu 80. Boah. Jetzt volle Leistung von der Maschine. Was für schöne Vegetation. Hier unten ist jetzt das Pfeifsymbol. Dann sollte da vorne auch gleich eine Pfeiftafel kommen. Dann müsste man ja eigentlich sehen, ob das davor oder danach gewünscht ist. Ich glaube unmittelbar davor. In dem Fall. Jetzt haben wir rechts und links eine. Das ist natürlich nur einmal pfeifen. Die andere Signaltafel ist noch von dem Gleisbett hier drüben. Wo früher auch noch ein Gleis drin lag. Aber wo sich dann keiner mehr drum gekümmert hat und die Pfeiftafel da hat stehen lassen. Hui, es wird dunkel. Im Tunnel. Ja, genügend Licht haben wir auch. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Im Tunnel aufs Horn drücken, das muss einfach sein. Das ist ein absolutes Muss als Eisenbahnfan. So, 90 möchte man bitte haben. Sollten die Wagen ohnehin mitmachen. Ohne Probleme. Eine LF6-Tafel für 80. Wird quittiert. Abbremsen. Darf die Lok nicht schneller als 80, als 90 fahren? Kann das sein? Nee, wobei müsste 80 sein dann. Ach! Ist der Rangiergang noch drin? Das könnte sein. Wachsam. 1000 Hertz. Hey, das war für 40. Nicht Stillstand. Komm, Füllstoß. Füllstoß. Komm, komm, komm. Ach. Alles gut. Es ist keine Zwangsbremsung. Ich habe nur die Bremse viel zu stark angezogen. Jetzt wird die Lokomotive wieder nicht mehr losfahren. Menno. So, ist auf aus. Vorwärtsfahrt ist auch ausgewählt. Und. Ach, come on! Jetzt, komm schon, mehr Leistung. Komm, du kannst was, liebe Foslo G6? Zeig mir bitte richtig, was du kannst. Boah, jetzt hast du aber zu kämpfen. Komm, du kannst das, ich weiß es. Ja. Da qualmt's aus dem Schornstein raus. So klein und tapfer. Auf 40 beschleunigen. So kurz nachgucken. Ne, wir haben Hoppelhäschen drin. Am Streckengang. Es kann sein, dass die Lokomotive damit trotzdem auf 80 begrenzt ist. Es
So, das Wechselblinken lässt uns dann auch gleich nicht mehr über die 40 drüber, weil dann sicherlich die 1000 Hertz ausgehen. Wir dann in eine Art Restriktive reinkommen. Deswegen die Leistung schon mal zurück. Na okay, die 1000 Hertz bleiben aktiv. Sehr lange sogar. So, 33 haben wir auf dem Tacho. Ein bisschen mehr darf sein. Ich überlege jetzt schon, ob ich mich hier befreie. Ich möchte mir echt keinen einfangen von der PZB. Komm, wir lassen sie mal sich selbst beruhigen. Geben jetzt besonders Acht darauf, dass wir die Geschwindigkeit eben nicht überschreiten. Und im Notfall kann ich ja immer noch die Freitaste schnell drücken. Marienwald. Der kleine Wallfahrtsort. Loch. Das ist zumindest eins, aus dem man hoffentlich wieder rauskommt. Und jetzt können wir die 40 auch voll ausfahren, ohne Probleme. Weil theoretisch hätten wir sonst bei 45 eine gewischt bekommen, wenn wir irgendwie über diese Geschwindigkeit drüber gekommen wären. So, kurz mal Köpfchen zum Fenster raus. Das Ganze ist auch ein NWÜ-Abschnitt. Zur Notbremsüberbrückung nachvollziehbar. Zack. Was war das jetzt? Die Instrumente leuchten von alleine auf. Der Zug verschwindet wieder. Von einem Tunnel in den nächsten. Ist das geil. Und voll Energie hier. Aber irgendwas ist doch hier mit den Anzeigen nicht richtig. Dass die ständig so hin und her flackern. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht einen... irgendeinen Grenzwert eingestellt? Oder? Nee, da gibt es nur ein oder aus. Vorsignalbarken kommen schon. Und halt erwarten. Ja, bei 40 Sachen brauchen wir uns da jetzt gar keine Gedanken zu machen. Wir sind sogar gleich bei 35. Dann können wir ganz entspannt so weiterfahren. Und wir sind im Wachsam. 1000 Hertz leuchtet, 70 blinkt. Nochmal wachsam aufgrund der LF-Tafel mit dem Kennwert 2 oder Kennziffer 2. Ja, gut, dass wir schon unter den 35 sind. Sonst hätten wir hier eine gewischt bekommen. Stand da eigentlich was von verkürzten Bremsweg dran? Ein Stückchen möchte ich nach vorne ziehen. Zug steht noch nicht. Okay, jetzt räumen wir so rückwärts. Hui, und das Signal schaltet um. Theoretische Weiterfahrt mit Vmax 40. Halt erwarten, aber daran denken, dort hinten kommt eine 20 irgendwann.
die Bremsen lösen. Und das kleine Biest zeigt bitte, was in ihm steckt. Volle Leistung jetzt aber. Sand aufs Gleis streuen. Boah. Da entfaltet sie wirklich ihre größtmögliche Zugkraft jetzt. So, schön unter 25 bleiben. So, wir können wieder drüber. Ja, da kommt kein 1000 Hertz. Na gut. Hä? Das hätte sie jetzt auch nicht machen dürfen. Das war jetzt unfair. Die 500 Hertz waren aus. Und in der restriktiven können wir bis 40 gehen. Das hätte sie nicht machen dürfen. Dann hat die wahrscheinlich... Nee, die 1000 Hertz müssten ja erkannt worden sein, aber auch dann hätte sie kein Problem eigentlich gehabt. Weiß ich jetzt nicht, woher das kam. Habe ich irgendein Signal übersehen? CL-Signal muss man nicht bestätigen. Wir freuen uns mal ausnahmsweise. Sieht das schön aus. Durch den Wald durch. Wenn dieses Gekreisch mal nicht wäre. So, und ich muss sogar sagen, das geht mit der Rangierkupplung eigentlich klar, die 5 Wagen. Ne? Kann man eigentlich mal machen. Es ist normalerweise nicht dafür gedacht, dass man damit dann hier Streckenfahrten macht. Das ist eben wirklich zum Rangieren. Sich und dann halten wir in Marienbaum am Holzberg 1. Auch mit der Trittstufenbeleuchtung. Das sieht so geil aus, wirklich. Kommt nichts. Auf der anderen Seite auch nicht. Ja, die Tante Heidel ist schon wieder rausgerannt aus dem Haus vor lauter Schreck. Bei dem ganzen Rumgehobe hier tagtäglich, ja, da würde ich mich auch aufregen. Sieht das nicht einfach nur herrlich aus, oder? Ich weiß, ich habe das jetzt bestimmt schon tausendmal gesagt, aber ich find's einfach so geil. So, jetzt sputen wir uns aber mal. Wir haben so eine krasse Verspätung hier heute mitgeschliffen. Ich glaube, das Szenario soll normalerweise so 35 Minuten gehen. Wir haben da jetzt bestimmt schon eine Stunde. Ich meine, ich habe Spaß, ich fühle dann die Zeit nicht mehr, aber wir sind längst über den Fahrplan und dessen vorgeschriebenen Zeit drüber gerutscht. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie der Bremsbereich eingeordnet ist. Ah, wir fahren wahrscheinlich vor mit der Lokomotive bis zum Arbeiter. Passt das? Ne, wir müssen schon ungefähr hier anhalten. Aber bitte dann so, dass die Wagen in dem Bereich stehen. Deswegen fahren wir noch ein ganz kleines Stückchen nach vorne.
Und jetzt Bremse anlegen. Jo. Das passt so. Gut. Kuppeln Sie jetzt alle Waggons von Ihrer Lok ab. Wechseln Sie dazu in die Außenansicht und klicken mit der Maus auf die Kupplung zwischen Lok und erstem Wagen. Später werden die Güterwagen hier mit Holz beladen. Jo. Das machen wir mal ein bisschen anders. Wir schwenken kurz hier raus. Einmal draufklicksen. Und dann geht gleich die Rangierkupplung hoch. Perfekt, das wäre geschafft. Rangieren Sie jetzt noch mit maximal 10 km pro Stunde vor zum Kopfgleis und stellen die G6 dort ab. Sie haben dann über eine Minute Zeit und können die Diesellokomotive abrüsten. Also alles ausschalten und Motor abschalten. Schließen Sie das Fenster, um fortzusetzen. Alles klar. Das ist schön, hier bekommt man sogar den Hinweis, dass man noch eine Minute Zeit hat, um die Lokomotive auszumachen. Bei den meisten Szenarien ist das nämlich leider nicht so. Das ist halt wirklich Qualität von DB Agency. Super gemachtes Szenario. Däumchen von mir nach oben. An der Stelle. So, nach vorne abhauen. Mit der Lokomotive. Marienbaumholzwerk, Kopfgleis. Kommt. Wow, nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell, sag dich. Ja, manchmal hört sie nicht. Kleiner Brummer. So, habe ich jetzt auch richtig gestellt. Wir können schon mal die Instrumentenbeleuchtung ausschalten, die Pultbeleuchtung. Was mit 10 km/h? Meine Güte. Das ist echt langsam. Aber klar, wir sollen natürlich dort vorne nicht in den zugewachsenen Prellbock reinkrachen. Das ist nicht Sinn und Zweck. Fahrt schön bis vor zum Tannenbäumchen. Aber wir wollen das Tannenbäumchen nicht umfahren. So. Einmal in die Neutralstellung mit dem Getriebe, dann switchen wir schnell nach drüben, Federspeicherbremse anziehen, das Licht machen wir draußen aus, die Pultbeleuchtung bzw. die Stufenbeleuchtung draußen geht auch aus, wir machen den Motor aus. So, der Lüfter hört auf mit Drehen, wir hätten es an der Stelle geschafft, Schlüsselschalter gehört mir, Dankeschön, Schlüsselchen nehmen wir mit. Wir rennen noch schnell nach draußen. Wo sind die Klappen? Hier. Mit Steuerung 6 machen wir das Türchen auf. Den Luftabspeichern umlegen mit Shift 6 und mit Steuerung 6 machen wir die Türchen wieder zu. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Wenn es dir genauso gefallen hat, Däumchen nach oben geben, Kanal abonnieren. Und bevor die Minute um ist, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.